Willkommen zurück zum Let's Fail Tomb Raider 4. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich hier stehe, weil ich doch wo ganz anders aufgehört habe. Das liegt daran, dass auf der Seite noch Medipack war und auf der anderen Seite sind ebenfalls noch was. Deswegen speichere ich kurz mal, damit ich, falls ich runterfalle, wieder laden kann. Ist logisch, ne? So, hier haben wir Muni. Na, oh, Lara! Du solltest doch nur nach hinten gehen. So. Was haben wir hier? Oh, Lara! Oh, herrlich. Kann ich mich eigentlich runterfallen lassen? Nee, ich gehe mal in die Richtung. Vielleicht bringt das ja was. Naja, ich falle wenigstens nicht komplett runter. So. Ja, das letzte Mal haben wir auch so eine schöne, komische Vase geholt. Und ich nehme jetzt mal an, weil jetzt nur noch der Weg hier übrig bleibt, dass wir hier hin müssen. So. Mein Verdacht. Und ich bin schon wieder darunter gefallen. Ich wollte doch gar nicht so drunter fallen. Ich wollte doch dort hoch und dann gucken, dass ich da irgendwie so kann und da oben drauf halt, ne? Ich versuche das jetzt trotzdem. Ja, gut, funktioniert vielleicht doch nicht so, wie ich es gedacht habe. Wie ich es gehofft habe. Aber da drauf ist was. Also irgendwie drauf kommen muss ich können. Aber ich komme. Ah, ich komme schon mal hier hoch. Ja, gut. Das ist doch schon mal etwas. Nein, Lara. Lara, geh mal lieber dort hoch. Ich glaube nämlich, dass du da sonst noch runterrutscht. Ach, da rutschst du gar nicht runter. Schön. Oh, und da ist noch ein Medipack. Ah, das war Schrotpatron. Obwohl, hier gibt es ja auch noch mal irgendwie zwei Möglichkeiten, wo ich lang gehen kann. Wenn ich mich da recht erinnere. Weil einmal hier und einmal, glaube ich, hier. Aber ich gehe da gleich nochmal ganz genau gucken. Kann sein, dass ich jetzt auch wieder irgendwas verwechsle. Lara, warum hast du dich nicht festgehalten? Festhalten ist zu uncool für dich, hä? Oh. Genau hier kann man ja lang. Wo komme ich dorthin? Ah, da komme ich genau dahin, wo die Videosequenz war, dass da ich da hin muss halt, ne? War aber doch noch. Oh, ich bin schön im Kreis gelaufen. Was war das für ein komisches Wuhu? Naja, ich bin generell komisch, also sind auch meine Wuhus komisch. Findet euch damit ab. Und ich glaube, das ist der eigentliche Eingang. Jedenfalls sieht mir das nicht ganz geheuer aus. Ich speichere und zück die Waffen. Hallo? Hallo? Nee, das ist vielleicht auch nicht der eigentliche Eingang. Ach, Lara. Da unten ist was. Da ist ein Medipack.
komme ich da denn auch wieder hoch? Das ist die Frage. Gott, Skorpione! Ah, nein! Was für ein Gesichtsausdruck sie macht. Nee, nimm das. Ja. Ich glaube, die sind tot. Oder das ist tot. Der Skorpion. War ja nur einer. Aha. Deko. Schöne Deko. Und Lara springt und macht den Pixel gut. Sieht alles so vertrauenserweckend aus. Ist da auch irgendwas auf dem Boden? Oh ja, ein Skorpion. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, der sah eklig aus. Sonst irgendwas? Glaub nicht. Nee, da war sonst nichts. Außer der Skorpion, der mich begrüßen wollte. Da war auch ein Autogramm von mir. Oh. Ja. Wie die Mumien. Letztens. Irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich da nach unten soll. Weiß es nicht. Aber nach da hinten komme ich doch gar nicht. Was ist ein Fall fürs Speichern? Wenn man einmal Escape zu viel. Guck, da kann ich gar nichts machen. Kann ich mich draufstellen oder so? Ich hüpf einfach. Nee, daran reiche ich ja nicht. Ah, aber hier reiche ich ran. Kann Madame noch nichts machen. Schön. Da kann ich aber wenigstens hoch. Und fall direkt wieder runter. Okay. Hab's geschnallt. Blöd, ich will aber da hoch. Ich will da hoch. Komme ich dann nie im Leben alleine hoch. Genauso wenig wie dort. Sag mal, kann ich mich da oben eigentlich festhalten? Wenn das jetzt funktioniert, dann haben sich bestimmt einige von euch gedacht, oh Gott sei Dank, sie ist endlich drauf gekommen. Ja, ich kann mich da festhalten. Oh mein Gott, Gott sei Dank, sie ist endlich drauf gekommen. Ich dachte mir, das wäre Deko. Und als ich es näher betrachtet habe, dachte ich mir, vielleicht kann ich mich ja festhangeln, weil. Nee, eher habe ich eigentlich gedacht, oh, wenn ich mich da festhangeln könnte, dann käme ich rüber. Warte mal, ich habe das noch gar nicht getestet. Vielleicht kann ich das ja. Oh nein, Skorpione! Warum gibt es hier eigentlich so viele Skorpione? Aber wenigstens sind sie schwarz, erinnern sie sich nicht so sehr an Krebse. Sind da auch wieder? Ist da auch wieder einer? Nein. Okay. Dann setzen wir das. Ach nee, da müssen wir nur drücken. Sehr vertrauenserweckend. Tür geht auf und ein Skorpion kommt raus. Nein, du willst noch nicht anvisiert werden. Jetzt aber. Bist schon tot? Oder bist du einfach nur aus der Reichweite?
Egal. Aber komisch ist, dass dieser, keine Ahnung. Nee, der war noch nicht tot. Habe ich mir schon fast gedacht. Ah ja. Genau. Ja. Klar. Vertrauenserweckend bis zum geht nicht mehr. Aber wirklich. Oh Mann. Nicht, ob das so gut ist, mich da fallen zu lassen. Naja, es geht. Ich hatte schon bessere Einfälle. Skorpione? Nein, da ist schon mal ein Gang. Da ist ein Medipack. Und wenn ich das nehme, stürzt dieser ganze Tempel zusammen. Vielleicht auch nicht. Das Bild sieht auch sehr vertrauenserweckend aus. Ah ja, okay. Schon wieder so viele Möglichkeiten. Ich hasse es, wenn man so viele Möglichkeiten hat. Ich hasse es echt. Komme ich da hoch? Ja, da kann ich hoch. So. Komme ich da? Ach, muss ich rückwärts? Okay. Ich lerne neue Dinge hinzu. Okay. Was ist das jetzt hier? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh, Fackeln. Nein, oh nein, Lara. Aber du hast kein Leben verloren, oh, okay. Ich habe irgendwie ein bisschen Glück hier in dem Teil, muss ich sagen. Wo bin ich hier? Ich bin jetzt hier bei der Möglichkeit, die man hätte gehen können, wenn man sich nicht runterfallen lässt, sondern normal runtergeht. Oder so. Keine Ahnung. Oder ich bin einem Geheimnis wieder auf der Spur. Kann ich da irgendwas sehen? Wo bin ich? Ah, okay, ja. Würde ich mal sagen, haben wir einen Geheimgang gefunden, den ich aber echt nicht gesehen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.